Willkommen bei der ersten Episode von Neues aus der Welt der Rollenspiele. Ich hatte ja schon angekündigt in meinem letzten Video, dass ich im Laufe der nächsten Wochen, Monate und so weiter, je nachdem, wie lange ich da noch Lust drauf habe und es euch interessiert, wollte ich nicht deutschsprachige Rollenspiele vorstellen, um so ein bisschen einen Überblick zu geben, was gibt es so in der Welt der Rollenspiele. Ich muss dazu sagen, die meisten Spiele, die ich hier vorstellen werde, sind Oder eigentlich alle, die ich hier vorstellen werde, sind englischsprachig. Also liegt einfach daran, es ist also die Sprache, die mir jetzt am geläufigsten ist neben Deutsch. Deshalb, also ich werde jetzt mit Sicherheit keine französischen, japanischen oder russischen Spiele, wie auch immer, vorstellen. Das ist einfach, die Sprachen beherrsche ich nicht. Aber ich gehe davon aus, die meisten sollten doch zumindest ein Grundverständnis der englischen Sprache haben. Und ich denke, da kann man sich dann auch mal ein englisches Rollenspiel zu Gemüte führen. Hat den positiven Nebeneffekt, man übt und trainiert die Sprache ein bisschen, das kann ja auch in anderen Bereichen mal ganz hilfreich sein. Das erste, was ich heute mitgebracht habe, ist All Flesh Must Be Eaten. Wie es unschwer zu erkennen ist, handelt es sich dabei um ein Zombie-Rollenspiel. Ist ja jetzt nicht so, dass man in diesem Spiel selbst einen Zombie spielt, was wahrscheinlich etwas langweilig oder etwas seltsam wäre, obwohl es das auch gibt, sondern man spielt einen Überlebenden, nachdem sozusagen die Welt von den Zombies überrannt wurde. Ja klar, es gibt also mehrere Spiele, die das ermöglichen. Es gibt inzwischen auch zum Beispiel für das Dungeon Slayers, was vielleicht der ein oder andere kennt, gibt es also auch eine kleine so Zombie-Erweiterung. Ich kann auch nur in der englischsprachigen Variante. Naja, also auf jeden Fall, also Zombies sind ja auch zurzeit sehr populär. Es gibt ja die Serie The Walking Dead als TV-Serie oder auch im Comic, die relativ beliebt ist. In den letzten Jahren sind wieder einige neue Zombie-Filme rausgekommen. Ich kann übrigens das Computerspiel zu The Walking Dead von Telltale Games sehr empfehlen. Sehr stimmungsvoll, ziemlich cool gemacht. Und es hat mich deshalb auch gereizt, mal ein richtig cooles Zombie-Rollenspiel zu spielen. Ich hatte erst drüber nachgedacht, mir selbst irgendwas zusammen zu basteln und was zu schreiben. Bin aber dann schließlich dann auf der Suche nach Inspiration auf dieses Spiel hier gestoßen. All Flesh Must Be Eaten. Ist von Eden Games und verwendet das Unisystem, was auch andere Spiele wie zum Beispiel das Buffy-Rollenspiel, das Angel-Rollenspiel oder auch Witchcraft und wie sie alle heißen, verwenden. Ist eigentlich ein relativ einfaches System. Es verwendet einen zehnseitigen Würfel. Man würfelt, addiert dann sein Attribut, seinen Skillwert, seinen Fertigkeitswert drauf und muss im Allgemeinen neun oder mehr würfeln, um also diesen Test zu bestehen. Natürlich kann das Ganze noch modifiziert werden, also man gibt dann noch einen weiteren Bonus, man bekommt auch einen weiteren Bonus, weil man irgendwie ein besonders gutes Werkzeug hat oder was auch immer. Und das Spiel hat auch eine Tabelle, wo man nachgucken kann, okay, man hat jetzt sollte 9 würfeln, hat aber eine 13 gewürfelt, also das ist so also ein Wert von plus 4. Und das bedeutet jetzt, man ist, das war also besonders gut und man konnte die bestimmte Aktion in kürzerer Zeit machen und so weiter. Also eigentlich ein ganz einfaches System, nimmt auch im Buch relativ wenig Platz ein. Also es ist also nicht so, dass hier alles nur Regeln sind, sondern das meiste ist wirklich Hintergrund und was man halt für so ein Zombie-Spiel braucht. Was ich besonders cool finde, das Spiel enthält so eine Art Zombie-Baukasten. Also es gibt da den ganz klassischen Zombie, er ist langsam und er ist dumm und also er kann also, was weiß ich, nicht klettern, ist nicht stark, nicht sonst irgendwas. Das große Problem ist halt dann, die Zombies sind halt schwer zu töten, weil man kann sie meistens nur dadurch töten, dass man halt irgendwie das Gehirn zerstört. Und sie treten dann in Massen auf. Jetzt kann man mal sagen, ich möchte aber Zombies haben, die rennen, wie in Left 4 Dead zum Beispiel, oder die explodieren können, oder die Gift spucken, oder was auch immer. All das kann man hiermit machen. Also, da ist alles schon drin, das sind also wirklich, sind also schon Regeln für drin, dass man sich selbst zu seinem Zombie zusammenbasteln kann, oder man möchte, dass der Zombie zum Beispiel getötet wird, indem man ihm das Herz zerstört, oder die Wirbelsäule, oder was auch immer. Ist alles schon da drin. Kann man also sich alles zusammenbasteln und man kann auch sagen, ich will in meinem Spiel nicht nur Zombies haben, sondern vielleicht auch andere Monster. Ja, macht mir das einfach. Also es ist nicht so, dass man nur im Prinzip Zombies damit machen kann. Man kann auch relativ einfach sagen, okay, das sind jetzt keine Zombies, sondern irgendwelche Mutanten durch Radioaktivität oder was auch immer.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr eine große Bandbreite von Möglichkeiten, was man damit machen kann. Man kann also, wie gesagt, zum Beispiel, man nimmt seinen Lieblings-Zombie-Film oder das Lieblings-Zombie-Buch und baut das sozusagen dann für All Flesh Must Be Eaten um. In-game selbst hat auch einen ganzen Haufen Erweiterungen rausgebracht. Es gibt da also auch was für Zombie-Piraten und so Zombies im Wilden Westen und so weiter und so weiter. Man kann es also beliebig ausbauen. Ist also auch auf jeden Fall eine tolle Sache. Also wenn jemand da viel Material dann auch noch haben möchte dafür. Man kann aber auch ganz einfach das Grundbuch nehmen und da steckt schon alles drin, was man braucht. Was ich auch noch ziemlich toll finde, ist, also hier im Buch sind mehrere Beispielwelten drin. Wir nennen das hier Dead Worlds. Ich kann hier mal kurz schauen, ob ich es finde. Haben Sie gleich. Ah, das Kapitel über Zombies. Ah, genau. Also es gibt hier also mehrere Settings. Also hier zum Beispiel eins, das nennt sich, ne, sieht man so, Fade to Black. Also ein Fade ist so eine Art Virus, durch den diese Zombie-Geschichte übertragen wird. Oder ja, anderes nennt sich Grave Impact. Also es ist immer verschiedene Gründe, warum also diese Zombies plötzlich aufstehen. Einmal ist es halt durch irgendwelchen, auch irgendwie einen Meteorit, der auf die Erde schlägt. Das andere Mal ist es halt ein Virus. Es gibt auch wo es halt aus anderen Gründen. Also es sind sehr, sehr viele Beispiele drin. Oder hier, They Came From Beyond. Also da kann man sich auch mal vorstellen, was es da gehen könnte. Das hat noch ein so ein klassischeres postapokalyptisches, mein Zombie spielt im Zweiten Weltkrieg. Also wenn man schon immer mal irgendwelche Zombie-Nazis jagen wollte, hat man die Möglichkeit. Oder hier After the Bomb ist ein Beispiel-Setting, was nach dem Atomkrieg spielt. Also es gibt da tausende von Möglichkeiten, was man damit machen kann. Und ich kann mir also wirklich gut damit vorstellen, eine Kampagne zu spielen, also nicht nur One-Shot. Die meisten Leute spielen ja, wenn das was mit Zombies oder sowas, dann war als One-Shot, aber nicht wirklich so als Kampagne. Aber also gerade nachdem ich mir also auch das Walking Dead Comic, also da einige Hefte gelesen habe, habe ich also echt die Vorstellung, man könnte also auch eine sehr spannende Kampagne machen, die über längere Zeit auch spielt. Also nicht nur so paar kurze Abenteuer, sondern wirklich also was Längerfristiges. Das Interessante ist nämlich bei diesen ganzen Zombie-Szenarien nicht unbedingt, man rennt da rum und läuft für irgendwelche Zombies weg oder so irgendwas, sondern die Interaktion zwischen den einzelnen Spielern, Konflikte zwischen Spielern, NPCs und so weiter, wie die verschiedenen Gruppen von Menschen versuchen zu überleben in dieser veränderten Welt, die also plötzlich wo also der Mensch nicht mehr an der Spitze der Nahrungskette steht, sondern selbst also von den Zombies gefressen wird. Also das stelle ich mir sehr spannend vor und da kann man mit Sicherheit auch einiges draus machen. Und ich glaube also auch, dass gerade dieses All Flesh Must Be Eaten also da auch eine echt gute Wahl ist, wenn man also was sucht, wo man sofort dann auch mit wenig Aufwand losspielen kann. Die Regeln sind halt wirklich einfach, es sind sehr viele Beispiele schon drin, es ist dieser Zombie-Baukasten drin, der also da einem einiges an die Hand gibt. Und was auch super cool ist, ist es sehr viel Fluff-Texte drin, wo also einfach so ein bisschen so eine Zombie-Welt beschrieben wird, wie man sich so vorstellen kann. Und so kleine, am Anfang sind hier von so einem Wissenschaftler so Tagebucheinträge, wo er sich erst selbst infiziert und stellt so nach und nach fest, wie also sozusagen er dem Ende entgegengeht. Ist echt cool gemacht, ist schön zu lesen, hat teilweise echt ekliges Schwarz-Weiß Artwork drin. Ich habe es jetzt vor kurzem Gebrauch gekauft, aber ich denke, so $30 ist der US-Preis gewesen. Dürfte man also für knapp paar 20 Euro kriegen. Ist ein schönes Hardcover-Buch, ist eine tolle Sache und ich kann es echt jedem, der das Zombie-Genre mag, nur ans Herz legen. Schaut es euch mal an. Wenn noch irgendwelche Fragen zum Spiel aufkommen, könnt ihr es wie immer in den Kommentaren unten posten und ich werde ihn auch dann, soweit ich es kann, also ich habe das Spiel, muss ich zugeben, selbst noch nicht gespielt, ich habe es mir jetzt nur gelesen, werde ich also dann beantworten oder vielleicht gibt es den einen oder anderen, der es vielleicht schon kennt und irgendwie einen Kommentar zu abgeben möchte, wäre toll. Alles klar, ich bedanke mich bei euch und ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dann, tschüss.